Hi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit eurem Doomsday und dem Silent Hill 2 Remake auf der PS5. Wir sind jetzt stehen geblieben, als wir uns durch das Lakeview Hotel mehr oder weniger gekämpft haben und Rätsel gelöst haben. Und wir haben zuletzt einen Bolzenschneider gefunden, wo wir nicht wussten, wo er ist, aber ich habe eine Idee. Wir schauen einfach mal im Garten nach, würde ich sagen. Ne? Also, schauen wir mal, wie es weitergeht. Let's go. So, ich will zum Garten. Das heißt, wir gehen wieder runter. Denn mir ist eingefallen, dass es draußen ja noch eine andere Seite im Garten gab. Und ich habe die Vermutung, dass da eine Kette sein könnte. Schauen wir mal. Weil die konnten wir waren ja links. Und. Ach nee, doch nicht. Aber ich kann mir eigentlich nur hier draußen erklären. Wir schauen trotzdem mal hier draußen. Weil wir haben uns hier draußen am Anfang gar nicht so groß umgeguckt. Ist hier eigentlich offen? Nee. Bin ja damals einfach nur mehr oder weniger den Hauptgang. Aber ich wüsste sonst nicht, wo ich den Bolzenschneider benutzen soll. Ist hier echt keine Tür? Na, hier ist keine Kette. Ist da unten vielleicht noch was? Verfaulter Apfel, was ist denn der schon wieder? Okay. Ist hier noch irgendwas? Nee. Schwören können, dass hier im Garten vielleicht noch was ist. Oder Vorhof. Wie man auch immer das nennen will. Aber hier ist nichts. Ist das schon gelesen? Wenn die Kälte naht, verlassen sie ihre alten Nester, um rechtzeitig zurückzukehren. Okay. Da ist ein Kreis. Warum ist da ein Kreis? Was ist da? Hier! Dieser Teil des Gartens ist wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Wir bitten um Entschuldigung. Ha! Ich habe doch recht gehabt. Dafür bist du. Ja. Könnte ja nur hier draußen sein. Die Glühbirne. Okay. Warum ist denn die Glühbirne draußen? Der Große des Westens vom Köder verführt, konnte ihm nicht widerstehen. Aha. Okay. Dann wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Das war. Zweiten Stock. Ach, hier geht's zum Keller. Lol, das habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Lol. Hammerhart. Die Treppe habe ich ja noch nie gesehen. Okay, krass. An die Reinigungskraft, macht bitte den Kamin im Konferenzraum sauber. Ja. Wurde schon mal geschrieben. Ja, okay. Bringt uns hier absolut gar nichts hier unten. Oh, die habe ich echt noch nie gesehen, die Treppe. Ich Blindfisch. War rechts, ja.
Ist schon ein bisschen nervig, dass man jedes Mal auf die Karte gucken muss. Wenn man nicht weiß, wo es lang geht. Hier war das. Hier hast du deine Birne. Die muss natürlich rot sein. Deswegen die Farbe. So ein Quatsch, echt. Rote Glühbirne. Der dann. Okay, das sagt mir was. Der Code. Hier gibt's aber kein A. Hä? Wait. Ach, D. Nicht dead. Und dann. Tada! Der Elevator. Schlüssel. Der war da drüben. Ich würde sagen, wir können auch mal speichern. Wir haben in der letzten Folge nicht gespeichert. Was für Rätsel, ey. Oder Aufgaben, eher gesagt. Ich habe jetzt mein ganzes Zeug. Bitte was? Hä? Ich lasse mein ganzes Zeug dann da. Was steht da? Kabinett. Warum soll ich mein ganzes Zeug hier lassen? Ich verstehe. Wegen dem Gewicht. Heilung würde ich gerne mitnehmen. Okay, wir lassen halt einfach mal alles hier. Wow. Kann nur die 1 drücken. Ja, geil. Ich hab gar nichts. Keine Waffe, keine Karte, nichts. Die 7 goldene Mitarbeiterregel. Ah ja. Na gut, jetzt habe ich Heilung. Aber keine Waffe. Wow. Wir haben gar nichts. Wie soll ich mich jetzt hier wehren? Und dann auch die Großen. Das wird ja nervig. I'm Johnny. Ich bin Johnny, ein heißer Typ. Alter, wie viele Rätsel wollten ihr eigentlich noch in das Hotel reinballern?
Bei der Entwicklung ging es auch so, Chef, wie viele Rätsel im letzten Haus? Ja. Mein Gott. Übertreibt's halt. Nicht mal eine Taschenlampe habe ich. Das dürfte jetzt für euch auch ziemlich dunkel sein. Roter Edelstein. Okay. Also wir müssen jetzt erstmal die Edelsteine finden, denke ich mal. Hallo? Sieht der mich überhaupt? Ruhig, Brauner. Ruhig. Jetzt wird irgend so ein Erinnerungsding. Gut, dass sie nicht in die Räume reinkommen. Das ist schlecht, da drin ist irgendein anderer Gegner. Oh, das ist noch ein Ausrufezeichen. Alles gut. Nur mal kurz hier durchlaufen. Ah, okay. Ich habe da auf jeden Fall noch ein Ausrufezeichen. Und zwar in die Richtung. Also die Tür, ja. Hep. Ah. Sind das jetzt alle? In der Wäscherei war ich noch nicht drin. Also hier. Nichts funktioniert, es geht einfach nicht ab. Bestell neue Laken. Okay. Aber hier ist ja gar nichts. Brauche ich denn nur drei oder brauche ich mehr? Kann ich hier auch woanders? Ja, ich kann es auch woanders denn setzen. Was soll es denn ergeben? Brauche ich denn nur drei oder gibt's mehr? Oh, das sieht doch gut aus.
Nein. Ach. Es gibt nur, ich bewege ja nur drei, ne? Nur die Tasten, ist das eine 1414 oder ist das eine 7414? 1414, wow. Die ist ja schwer. Eins, vier, eins, vier. Hätte man auch selbst drauf kommen können. Ja, guten Tag. War eine 7. Videokassette und Kellerschlüssel. Okay, jetzt müssen wir in den Keller. Komme ich hier wieder weg? Hallo? Ich würde hier gern wieder weg. Ach, da ist noch eine Tür. Ruhig, Bruder, ruhig. Chill deine Base. Sind wir denn jetzt schon wieder? Jetzt sind wir hier unten. Ja, geil. Mein Gott, ey. Das ist mal ein Abschnitt. Wir müssen den Dampf abstellen, wa? Das heißt, wir brauchen ein Rad. Da ist es doch schon. Okay. Hier ist jetzt der Schlüssel. Erstmal Heilung. Schlüssel zur Bar Venustiers. Mehr war ja hier auch nicht. Nö. Muss ich dann wieder hoch, um mein Dings zu holen, oder? Oh, ich brauche das Rad.
Also hätten sie auch sparen können. Hallo, Bar. Schnell weg. Ah, da haben wir das letzte Figürchen. Wir nähern uns langsam dem Ende des Lakeview Hotels, zumindest in der normalen Welt. Okay. Angelhaken. Glückwunsch. Nein, ich wollte. Das war speichern. So. Ach, jetzt sind wir sind komplett durch durch den Keller jetzt. Jetzt darf ich aber erstmal mein Zeug wiederholen. Jetzt muss ich das finden ohne eine Karte. Das war im zweiten Stock links, ne? Hier hinten, glaube ich. Alles weg war. Scheinbar nicht. Und dafür gab es jetzt eine Sequenz? What? Okay. Warum nicht? Ja, dann setzen wir mal die letzte Spieldose ein, würde ich sagen. Und wir ja auch irgendwann mal fertig werden, würde ich sagen. Wir haben noch ein Tape. Ach, die Linien müssen wohl übereinstimmen. So. Warte mal, machen das hier erstmal. Ich kann auch rückwärts drehen, okay. Ah, ich kann die auch drehen. Ah. Okay. Die Platte stimmt nicht. Hey, die kann doch gar nicht stimmen, oder? Jetzt. So, würde ich sagen. Was? Was mit drei begann, wird ein Byte beklagen. Sieben gute Seelen öffnen ohne Zagen. Eins tauscht gegen zwei, so wandert sie fort, die Liebe der fünf, sie braucht sie zurück an diesen Ort. Verspottet von den beiden schuftete sie schwer ein, ließ sie dort,
Sie fand den Weg hierher. Hä? Nochmal. Also 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Spotte von den beiden, schuftete sie schwer, eine ließ sie dort, sie fand den Weg hierher. 1. Ja. Korridorschlüssel 3F, das dürfte für das Hängeschloss sein. Man muss schon ein bisschen Köpfchen haben. Die Alte ist weg. Hätte man auch einen Bolzenschneider machen können. Was ist das für ein Room? Observation Room. Na, dann denke ich mal, wird jetzt die Sequenz kommen. Schauen wir uns die doch mal an. Etwas ganz Besonderes. Aber hier ist niemand. Achso, wir müssen uns das Tape jetzt angucken, wa? Ah. Schauen wir uns das Tape an. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Promise you'll take me again, James. There you are. Do you know where Mary is?
Come on. Talk to me. Mary's gone. She's dead. Liar. That's a lie. No. It's the truth. She died because she was sick. I killed her. Killer? Why'd you do it? I hate you. I want her back. Give her back to me. I knew it. You didn't care about her. I hate you, James. I hate you, I hate you, I hate you! She was always waiting for you. Why? Why? I'm sorry. Mary, you know, isn't here. Mary? James! Where are you? I'm waiting. I'm waiting for you. Please, come to me. Do you hate me? Please, why won't you come? But where? Where are you? Okay. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Alternativwelt wieder betreten. Und warum sagt James, er hätte sie umgebracht? Ich denke, sie ist durch eine Krankheit gestorben. Fragen über Fragen. Jetzt sind wir natürlich in der Alternativwelt. Der letzte Abschnitt des Spiels. So viel kann ich euch verraten. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Mit dem letzten Abschnitt, wo ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Oder was uns jetzt hier noch erwartet. Frage ist echt, ob jetzt hier auch nochmal viele Rätsel kommen oder... Keine Ahnung, wie groß dieser Abschnitt ist. Auf jeden Fall ist das der letzte Abschnitt, das kann ich versprechen. Soweit habe ich mich schon erkundigt. Denn ich wollte ja auch mal wissen, wie lange das Spiel geht. Es wird ja gesagt, im Schnitt so um die 20 Stunden. Und ich glaube, die haben wir ja mittlerweile auch. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir denn schon? Okay. Pistolenkugeln. Auch mal echt viel. Wie sieht's hier aus? Hm. 15 und hier immer noch 30. Okay. Schauen wir uns mal hier um. Irgendwie vermisse ich hier die Gegner. Warum sind wir jetzt in der Alternativwelt?
Das frage ich mich echt. Okay, sind wir jetzt? Ach hier. Den ganzen Weg jetzt für eine Heilung oder was? Okay. Kann man machen. Ruhig. Da ist ein Fragezeichen, warum? Noch eine Heilung. Fragezeichen. Soll ich durchfallen oder was? Können wir gleich probieren, aber ich werde es mich hier nochmal angucken. Hier kann ich was bewegen. Ist hier irgendwas zum Durchklettern? Ach, ich soll das wahrscheinlich draufschieben. Ah, verstehe. Ich will mich doch zu mir noch ein bisschen umgucken. Aha. Es gibt keine Heilung für deine Wunde. Die Wunde ist tief. Hat er Mary umgebracht oder was? Was ich mir noch ein bisschen gewünscht hätte, wären ein paar Upgrades für die Waffen. Was das da drauf soll, war jetzt nicht schwer zu erraten. Hey, immerhin siehst du mal, wo du hinspringst. Lass mich raten, jetzt kommen auch die Gegner wieder. Jetzt ist auch die Melodie weg. Aus, ey. Wascht euch, reinigt eure Körper, säubert meine Augen von der Bosheit eurer Taten. Ja, was hat James denn angestellt? Okay. Speicherpunkt, dann nutzen wir den doch mal. Ja, 13 Stunden, 42 Minuten. Ja, ich sag mal 15 Stunden. Na gut, es kommt natürlich auch auf die Schwierigkeitsgrad drauf an. Ich denke mal, auf den höchsten Schwierigkeitsgrad wirst du wahrscheinlich mehr als 20 Stunden brauchen. Locker. Okay. Ich denke mal, ich muss hier lang. Keine Gegner. Okay, ja, toll. Und jetzt? Hier geht's nicht weiter.
komme ich ja her. Hä? Warte mal, das ist auch noch eine Tür. Oder auch nicht. Hä? Und jetzt? Oder muss ich das einschlagen? Ach hier. Augen auf. Dann sieht man auch was. Das wäre zu einfach gewesen. Und mit diesen Worten war es das mit der Folge. Ja, wir haben schon wieder die Zeit erreicht. Das ging jetzt irgendwie schnell in der Folge, fand ich. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Wenn es heißt Silent Hill 2 Remake für die PS5 mit eurem Doomsday. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wir sehen uns.